Hey Leute und willkommen zu einer kleinen Runde Curfever. Curfever, was ist das? Das ist ein Spiel, das inzwischen wahrscheinlich die allermeisten von euch kennen sollten. Und zwar aus Lead My Game. Ja, ich sag schon Lead My Game aus Last Man Standing. Und zwar kam das da drin vor als ganz, ganz wenig Punktespiel. Und wir werden jetzt einfach mal hier auf einen Server gehen, denn dieses Spiel ist Suchtfaktor 10.000. Das ist so unglaublich. Das macht unglaublich Spaß und man kann das auch wunderbar in der Uni zocken, by the way. Oh, komm schon. Startet den Countdown, startet das Spiel. Ja, gut, dann halt nicht. Das hat nur einen wirklichen Nachteil und das ist tatsächlich dieses Suchen hier am Anfang, weil die Leute sehr, sehr ja, kurzfristig unterwegs sind und wenig Motivation haben, lange zu warten. Naja, okay, da haben wir schon einen Eutschen. Und hoffentlich geht es dann auch bald mal los. Okay. Hoffentlich ist jetzt das Spiel. Ja, perfekt. Also, worum geht es hier? Man sieht hier, wir starten hier mit so kleinen Dingern. Jetzt ist ganz kurz keine Linie da und jetzt geht's los. Also, man muss seine eigene. Was spielen die denn zusammen, Alter? Man muss seinen eigenen Pfad finden. Und ja, letztlich ist das, wer Lichtrenner kennt, der kann dieses Spiel auch. Das Geile ist, es kommen hier halt noch so kleine Power-Up-Gedöns-Sachen dazu, sage ich mal, die das Ganze ein kleines bisschen schwieriger machen. So kann man halt den anderen Leuten wirklich die krassesten Sachen reinhauen. Nur habe ich jetzt irgendwie in dieser Runde noch gar kein Power-Up gesehen. Das ist ungewöhnlich. Vielleicht haben wir auch ein Spiel erwischt, wo die deaktiviert werden. Das ist durchaus im Bereich des Machbaren. So, jetzt müssen wir hier mal krasse Technik anwenden, um den hier ein bisschen die Suppe zu versalzen. Na, und hat leider nicht geklappt. Okay, also so funktioniert das Ganze. Das ist so per Ranking, dass der Erste, der rausfliegt, einen Punkt kriegt, der Zweite, der rausfliegt und so weiter. Und es ist je nach Punkten abhängig. Momentan sehen wir oben links. Jetzt wäre ich fast selber gestorben. Momentan sehen wir oben links, dass man insgesamt hierfür jetzt 40 Punkte braucht. Und ich bin mir nicht sicher, in welcher Runde von Spielern ich gerade gelandet bin, aber irgendwie scheinen die großteils relativ ineffektiv bis sehr tot zu sein. Aber so kann ich euch immerhin schon mal das Spielprinzip an sich vorstellen. Ja, okay, diese Runde geht an mich. Ich werde jetzt noch eine Runde hier drin spielen und wenn weiterhin hier keiner richtig mitspielt, dann werden wir mal ein bisschen wechseln. Ja, okay, also das ist wirklich tot. Das sind übrigens echte Spieler hier, also das ist keine KI oder sowas. Also schön. Das ist keine KI, die dahinter steckt, sondern ich steuere gerade den Orangen und irgendjemand, der kein Deutsch spricht, von irgendwoher, weil war ja gerade die Frage, Deutsch, nö, haut hier hinterher. Oh, jetzt wird es langsam. Pff. Nice one, schreiben wir da mal schön hin. Also wir haben auf jeden Fall hier einen Gegner, dem das Spiel genauso Spaß macht wie mir. Hier gibt es teilweise auch recht kranke Arschlöcher. Das muss man mal so dazu sagen. Okay. Der wird versuchen, irgendwo wieder rauszukommen, weil so wie es momentan aussieht, habe ich die besseren Karten. Es gibt hier sehr viele Taktiken in diesem Spiel, abhängig von den Items und so weiter, die gerade im Spiel, ui, nicht schlecht, die gerade im Spiel verfügbar sind. Gibt es verschiedene Möglichkeiten zu spielen. Und momentan ist zum Beispiel jetzt hier Zeitspiel. Wir haben keine Items, um es dem Gegner das Leben schwer zu machen. Das heißt, es geht einfach nur darum, seine Linien so zu machen, dass man hier am Schluss wieder rauskommt. Zum Beispiel das hier ist jetzt extrem kritisch gewesen, aber es funktioniert. Ja, aber jetzt war es das für mich. Da hat er gewonnen. Ah, hätte auch funktionieren können. Also so funktioniert das vom Prinzip her. So. Auch das hier ist eines der Taktiken, die normalerweise immer üblich sind. Was man ganz oft sieht, ist, dass Leute aneinander vorbeifahren.
Und auch was wir hier gerade gesehen haben. Also das Interessante ist ja, dass wir keine durchgehenden Spuren haben, sondern man wird es dann im nächsten Spiel noch sehen, dass man wirklich durch Spuren durchfahren kann und sowas. Und das macht teilweise die coolsten Effekte. Werden wir auch noch alles sehen. Also auch dieses Verhalten hier momentan, dieses aneinander vorbeifahren und dann noch irgendwie aneinander vorbeikommen und so weiter. Das ist sowas, was man auch ganz oft sieht in diesem Spiel. Letztlich geht es in diesem Spiel darum, also der gute Spieler, der weiß, andere Spieler einzuschätzen, kann die Zeit, die ihm gegeben ist, nutzen, um effektiv und schnell hier drin auch Sachen einzuschätzen, weiß, wo er sich verhalten muss, wo er rumkurven muss, zum Beispiel wie jetzt das gerade hier, das ist übrigens ein Bug, der teilweise recht lustig funktioniert. Na, guck mal, hat doch funktioniert. So, also, weiter geht's. Ich werde diese Runde jetzt ganz schnell zu Ende spielen, weil ich das ihm nicht antun will, diesem anderen Spieler jetzt hier. Dem muss ich noch schreiben, dass er auf YouTube ist. Das wird den auch freuen. Also dieses Spiel, ich weiß nicht, wir haben das öfters jetzt in den letzten 2, 3 Livestreams, haben wir das gezockt, auch mal öfters abends Twitter-Runden. Und das ist so cool einfach. Ich habe so einen Spaß an diesem Spiel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, also wir werden auch weiterhin hier dran zocken, denke ich. Da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Oder ich habe einen Fehler gemacht, eins von beidem. Wir werden weiterhin hier dran zocken. Und wenn ihr Bock habt, kann ich da auch mal eine richtige Serie draus machen. Also das bietet sich hier so arg an. Das hat er mich natürlich zerlegt. Da konnte ich gar nichts mehr machen. Der hat mich so mies eingekesselt. Was hier tatsächlich ein bisschen die Spannung gerade raustreibt, ist die Tatsache, dass es keine Power-Ups gibt. Weil das ist normalerweise immer so eine extrem spannende Sache, mit Power-Ups zu arbeiten, weil man dann dem Gegner teilweise richtig krass Geschwindigkeit, wo er nicht damit umgehen kann, reinhauen kann und so einen Scheiß. I'm bad now. Der wird sich auch freuen, wenn ich ihm nachher erzähle, dass er auf YouTube ist. Oh, schön. Ne, das sieht man zum Beispiel hier. Das ist jetzt dadurch passiert, dass meine Linie nicht konsistent war. Und er deswegen rausgekommen ist. Ne? Aber das ist natürlich auch dieses Durchfahren, wie man hier sehen kann, ist eine ziemlich komplexe Sache, dass man da nicht gegenstößt. Also es braucht viel Fingerspitzengefühl. Gesteuert wird übrigens, was ich auch gar nicht dazu gesagt habe, gesteuert wird mit Hilfe der Pfeiltasten links und rechts. Das ist alles, was wir benutzen hier, um diese Gefährte hier oder diese Linien, die wir letztlich diese Kurven, die wir steuern, am Leben zu erhalten. Und da braucht es natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl, um sie so präzise zu steuern, wie wir das hier gerade machen. Diese Antastungstechnik, Antasten-Technik, die es momentan hier am Laufen ist, ist natürlich auch was, was man sehr oft sieht. Es geht letztlich einfach nur darum, strategisch gut sich zu entscheiden und möglichst viel dabei rumzuholen. So, das war es für ihn. Da habe ich mich jetzt wieder besser entschieden für den Weg. Also ich habe jetzt hier noch viel Möglichkeiten, was aus dem Weg zu machen. Also ich könnte noch sehr lange überleben. You are on YouTube. Jetzt kann ich es ihm ja schreiben. Und links seht ihr den Chat, der live verfügbar ist. Während dem Dinger, sehr schön durchgetrickst, während dem, also die Tastatureingaben funktionieren durchgehend. Das ist so eine coole Sache. So, da hat er mich jetzt natürlich hier gut eingekesselt, weil er mir den Weg zugemacht hat, also angeblich. So, das war's für ihn. Da kann er nicht mehr rauskommen. Was? Wow. So, jetzt schreiben wir ihm noch schnell zurück.
So. Ja, also das war mal eine kleine Runde. Ich denke, wir zocken aber jetzt noch mal eine Runde hier an. Um noch ein bisschen auszuprobieren, wie das mit Items ist. Das möchte ich euch nämlich auch noch schnell zeigen. Könnt mir gerne sagen, was ihr von diesem Spiel haltet. Ich kann da auch gerne mal hingehen und was? Vier Hosts? Das ist ein Fake. Wir ändern Fisch. So. Also, so sieht das mal aus, wenn ein paar mehr Leute hier sind. Ich hoffe mal, hier sind Power-Ups aktiviert. Ansonsten wäre das schon. Ah ja, hier sind Power-Ups. Hier sieht man zum Beispiel, was ein Power-Up ist. Na, scheiße. Also, und so sterbe ich schon als erstes. Das ist jetzt mal eine volle Runde. Da sind jetzt keine zwei Leute. Das war jetzt gerade zum Intro, zum Üben super gut. Aber jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn da mehr Leute mit dabei sind. Also, ich bin schon als erstes hier drauf gegangen. Das war strategisch schlecht von mir geplant. Also wirklich sehr, sehr viel Strategie auch, wie man sich verhält. Zum Beispiel das hier war gerade assi knapp. Und das ist es im Gegenteil dazu wieder sein Ende. So, jetzt wurden unsere Steuerungen rumgedreht. Das seht ihr momentan nicht. Aber es ist so. Boah, und da habe ich gewonnen. Aber Arschloch knapp. Das war hart. Das hätte auch wirklich schief gehen können. Also, 5 Punkte für mich und so funktioniert das eben. So gaukeln wir uns jetzt gegenseitig hier hoch. Natürlich kann man auch Leute hier so einschließen und so ein Kram. Zum Beispiel der jetzt hier hat sich eine sehr ungute Position gebaut. Ja, und letztlich auch dieses Spiel habe ich gewonnen. Dadurch, dass ich jetzt hier strategisch mich am Anfang gut hingesetzt habe, sage ich mal. Es gibt Leute wie mich, die sagen, dieser Moment jetzt hier. Das ist das Wichtigste im ganzen Spiel, weil das entscheidet, wer gewinnen und wer verlieren wird. Und das ist auch tatsächlich so. Weil in diesen Sekunden am Anfang, wo man noch keine Linien macht, sich das Schlachtfeld, sage ich mal, klärt und gesagt wird, wer wo wie kämpfen wird. So, das kommt mir natürlich jetzt sehr gelegen hier, dass ich momentan diese Geschwindigkeitseinbuße hatte. Weil so konnte ich mich jetzt hier reinretten und habe wiederum die Runde gewonnen. Also ich denke, so langsam sollte auch das Spielprinzip beim allerletzten da draußen angekommen sein, wie das Ganze funktioniert. Man kann mit verschiedenen Items Wände wegmachen und zum Beispiel das hier macht jetzt, puh, das war aber knapp. Macht jetzt die Linien dicker. Das ist jetzt wesentlich schwerer hier durchzusteuern. Das hier macht die Geschwindigkeit langsamer. Boah, das war assi knapp. Ja, und jetzt bleibt noch Rosa und ich. Und jetzt schätzt mal, wer gewinnen wird. Rosa. Jetzt hat er sich besser hingesetzt. Na, das ist so das Prinzip. Momentan bin ich jetzt der Führende. Ich führe. aber ich glaube vom Prinzip her. Also soll das jetzt angekommen sein. Was ich für eine Scheiße hier laber, ne? So, es ist natürlich nebenher auch ein sehr schönes Spiel. Ich meine, grafisch macht das ordentlich was her hier. Diese Wettkämpfe. So, nur noch drei sind übrig. Okay. Das war knapp. Und das war ein Punkt für Rot. Ja, da hat er ordentlich reingehauen, weil für mich war da nur noch die Möglichkeit, gerade dieses eine Item einzusammeln, um nochmal ein bisschen hier rauszukommen. Aber letztlich war das auch keine Rettung mehr für mich. Momentan führe ich Haus hoch. Huch, da hat jemand das Spielfeld gelöscht. Auch das ist ein Item, was es öfters mal gibt. So. Und ich habe wiederum die Runde gewonnen und das wirklich zeitlich gerade noch so. Weil man hier sieht, ne, als nächstes wäre ich in Rot reingecrasht, das wäre dann mein Ende gewesen. Auch so Glück haben man natürlich hier haben. So, das war jetzt hier ein sehr strategischer Fehler von mir und kostet mich mein Leben. Weil er mich an der Wand eingekesselt hat, weil ich mich am Anfang auf diesen Wettkampf eingelassen habe, habe ich jetzt 0 Punkte und das ist in dem Bereich, wo ich momentan schon bin, tatsächlich ein großer Nachteil. Weil das für mich bedeuten kann, hier Rosa holt momentan erheblich auf.
das kann einen, so ein Fehler, wie ich ihn gerade gemacht habe, wird mich, kann mich den Sieg kosten. Also wenn ich jetzt nicht ordentlich aufdrehe, dann ist das das gewesen, durch diesen einen Fehler hier. Hier, nochmal so ein Fehler von mir. Ich konnte mich aber nochmal retten. Boah, das war haarscharf. Und bin jetzt momentan von der Position her nicht allzu schlecht. Das hat natürlich niemand kommen sehen, aber ich habe immerhin noch eine fast gute Position mit den 3 Punkten. Nur Rot hat ein bisschen aufgeholt. Aber ich verliere an Vorsprung. Ich habe momentan nur 5 Punkte Vorsprung. Das kann in einem einzigen Match, kann es das schon gewesen sein. Und hier momentan krass eingekesselt. Aber Gott sei Dank Rot jetzt hier mit einem ziemlich billigen Trick, muss ich schon ganz ehrlich sagen, eingekesselt. So, Geschwindigkeit geben wir den, also dieses Rote würde jetzt den anderen Geschwindigkeit nehmen. Aber das ist natürlich das Letzte, was ich momentan machen will. Weil ich will ihn ja lieber Geschwindigkeit scheiße. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Ich bin an der Linie hängen geblieben und habe damit Grün inzwischen die Möglichkeit gegeben, weiter aufzuschließen. So, so ein Spielfeld-Reset ist natürlich was sehr, sehr Spannendes. So. Ja. Aber immerhin habe ich weiter Vorsprung aufgenommen. Okay, also es sieht für uns gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Es könnte noch klappen. Ganz ehrlich gesagt, es könnte noch klappen für uns. Wenn ich mich die nächsten 2 Runden, die werden entscheiden zwischen ja, Sieg und Niederlage. Weil sich hier entscheiden wird, wie die Punkte von den anderen stehen. Boah, Blau hat mir gerade das Leben gerettet da unten. So, das hier spare ich mir bewusst auf. Puh. Und das war eine verdammt knappe Angelegenheit. Weil die Wände, die momentan gegen mich arbeiten, arbeiten auch gleichzeitig für mich, weil sie gegen die anderen arbeiten. Und man sieht hier, die Zeit hat gereicht. Das ist das, auf was ich gerade gepokert habe, als ich dieses blaue Item nicht eingesammelt habe, damit die anderen draufgehen. Also was ihr hier momentan seht, ist erstaunlicherweise mal vernünftiges Gameplay von mir. Öfters mal gibt es, dass ich total rumfaile und dann, naja, dann ist es meistens in den Livestreams, da kann ich es dann überhaupt nicht anfangen. Das hier momentan ist eine sehr verquickte Lage, weil sehr viel vom Spielfeld jetzt schon nach sehr kurzer Zeit sehr ausgefüllt ist. Aber es sieht momentan sehr gut für mich aus, weil ich mich da hinten einmal aus der Lage rausgerettet habe. Okay, ich habe das Spiel gewonnen. Es kann gar nicht mehr schief gehen, weil dazu müsste ich jetzt 2 Runden in Folge als erstes sterben. Und das ist unglaublich unwahrscheinlich. Sehr schön. Es ist natürlich nur die Frage, wie haushoch gewinne ich. Also, da hatten wir schon mal den ersten ausgeschalten und den zweiten. Die da hinten werden sich selber drum kümmern. Einer ist weg. Und Rosa ist noch übrig. Ja, und ich gewinne auch diese Runde. Und darf stolz behaupten, ich bin der Sieger mit 54 Punkten. Good game. Der Respekt an alle anderen. Sowas gehört sich, dass man Good Game schreibt, auch als Gewinner. Ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Das war mal ein kleiner Einblick in Curve Fever, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr öfters mal was von mir sehen sollt, weil, wie gesagt, ich mag dieses Spiel total und spiele das inzwischen täglich sicher eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Das ist für meine Verhältnisse viel, ja. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir metzeln das nächste Mal oder das nächste Mal im Livestream, weil dieses Spiel werde ich definitiv in fast jedem Livestream in Zukunft zocken. Hier weiter. Ja, soviel dazu. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war so ein bisschen, ich wollte so ein bisschen den Däner nachmachen. Aber es hat nicht so geklappt. Ja. Man sagt ja immer den Satz irgendwie zweimal am Ende. Ach egal, bis zum nächsten Mal. Ciao.